Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir mexikanischen Nudelauflauf. So, wir fangen an jetzt mit Inhalt. Ich habe 300 Gramm Nudeln, 2 Esslöffel Tomatenmark, Kidneybohne, eine Dose Gemüsemais, Sonnenblumenöl, Salz kommt da rein, 300 Gramm Rinderhackfleisch, eine Zwiebel, eine grüne Paprika, eine Flasche Tomate, 2 Zehen Knoblauch, 100 Gramm gewürfelte Emmentaler, Salz, Pfeffer, Chili-Pulver. Wir können gleich anfangen. Fange ich mit Fleisch an. Hole ich es an, 7, machen wir 7. Ich habe Backofen angemacht schon, 200 Grad, Oben- und Unterhitze. Kommt dann in mittlere Hitze, China rein, genau. So, ich mache mal 3 Esslöffel Sonnenblumenöl rein. 3 Esslöffel, das kann ich gleich reintun. So, die lasse ich mal jetzt Wasser, Wasser ist schon drauf. In Wasser tue ich noch Salz rein. Vielleicht sieht man, ich kann ja nochmal machen, Murat. Bitte. Salz. So, Salz rein. Wenn Wasser kochen anfängt, tue ich dann Nudeln rein. Braucht 10 bis 12 Minuten. Mache ich auch 7. Hoch. So lange schneide ich jetzt die Zwiebeln. Tue ich jetzt gleich Zwiebeln rein. Das reicht schon. 2-3 Minuten zum Hackfleisch braten reicht schon. Zwiebeln rein. So, jetzt Paprika und Knoblauch. Jetzt schneide ich. Kerne hole ich halt raus. So, die braucht halt etwas noch 7 bis 8 Minuten. Insgesamt müssen wir die Fleisch und Zwiebel anbraten. Also wenn Wasser kochen anfängt, wie gesagt, kommt dann Nudeln rein. So, jetzt kommt Tomatenmark rein. So, die tun wir jetzt mal etwas einbearbeiten. Kann ich jetzt hier hoch machen. So, jetzt tun wir noch Knoblauch und Paprika rein. Okay. So, jetzt Tomaten. Die Tomatenwürfel schneiden. Die schneide ich sie 3 von der Mitte und mache sie Würfel. Mal Mais auch rein. Bohne was? Bohne. Bohne und Mais rein, ja. Okay, Tomate kann man auch gleich rein tun. Ich habe Angst vor dem Messer. Mhm. Ich muss mich schneiden, nachher bin ich krank geschrieben. Jetzt tun wir noch Salz und Pfeffer, Kräutermischung, Chili, auch rein. Okay, jetzt kontrolliere ich mal den Nudel. Ich muss eins nehmen. Moment, am besten. Ich muss halt mal probieren. Okay. Nudel ist fertig, hole ich es raus. Ich nehme 2 Kaffeetassen von dem Nudelwasser und tue sie hier rein. So, gut. Jetzt, okay, das Restwasser mache ich weg. Kommt gleich. Jetzt rein, Nudel, gut. Herd kann ich schon ausschalten. Fertig. Brauche nicht mehr. Ah ja. Jetzt tun wir alles noch umrühren, dann kommt der Backofen rein. In Backform natürlich. Die Nudeln ist fertig, jetzt kommen sie in Backform rein. Also ich habe sie schon mit Butter eingepinselt. Nehme ich Kanze ja rein. Ein bisschen korrigieren.
Gut, so jetzt noch Käse drauf, muss ich verteilen. Die kleben hier ein bisschen. Aber das sieht nachher gut aus, wenn die dann fertig überbacken sind. Ja. So. Alles verteilen. Ist gut, oder? Ja, so ist okay. So, jetzt tue ich es offen rein, bis der Käse schmilzt. Mache ich offen rein, Vorsicht noch. Okay. Also mittlere Schiene. So, ist gleich. Ich hole jetzt Auflauf raus, also hat es ca. 20 Minuten gebraucht. Oh, Wahnsinn. Ach, der sieht gut aus, Käse. Okay, so. Jetzt tun wir noch wenig Schnittlauch drauf und wenig abkühlen lassen, dann kann man sie servieren. So, fertig. So kann man sie servieren. So, ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Nudelauflauf. Bis nächstes Mal. Machen wir. Tschüss.